Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir bei diesem Bild über die Schulter sehen und ja, es ist wieder farbgewaltig. Das kann ich nicht sagen, weil die Farben ja richtig, richtig knackig sind. Auch das Gold ist sehr viel, aber ich hatte heute Lust, wieder mal in die Vollen zu greifen. Ja, und das ist daraus entstanden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Ja, und schon geht's los. Hier habe ich mir das Papier schon aufgeklebt und habe mir jetzt die Maskierflüssigkeit vorbereitet und so ein Holzstück genommen und mache mir da einfach so Striche drauf. Das Holzstück ist von Keilrahmen, also so zum Spannen, das ist mir übrig geblieben. Jo. Und dann noch mit der Spachtel jetzt sehr, sehr gut trocknen lassen, dann etwas Wasser darüber sprühen und schon geht es mit den Brushos los. Ich mache einfach Streufarbe drüber, die mir gefällt, in diesem Fall eben die Gelb-Orange-Rot-Töne. Das sind wirklich nur ein paar Farben, aber die sind ja so gewaltig, die Farben, so farbintensiv. Das ist einfach gigantisch. Ich mache dann, wie ihr seht, hier immer wieder nochmal so ein bisschen sauber und lege dann nochmal Wasser nach, wo ich meine, das braucht es noch und lasse es ganz einfach sehr, sehr gut trocknen, am besten über Nacht. Hier habe ich jetzt einen Radiergummi und mit dem mache ich jetzt die Maskierflüssigkeit wieder weg. Aber seid da sehr vorsichtig, es geht ganz gern mal etwas vom Papier mit. Also vorsichtig runter machen. Also das ist aber auch kein Problem. Also in dem Fall ging alles gut. Hatte ich auch schon anders, aber auch das wird dann im Bild einfach wieder mit eingearbeitet. Ja, jetzt nochmal mit den Fingern drüber, damit wirklich alles weg ist, jeder Rest. Und dann geht es schon auch ans Ausarbeiten. Hier habe ich wieder meinen wasserfesten Fineliner von Staedtler, den kennt ihr ja alle. Diesmal den 03er. Und damit umrande ich erstmal die weißen Stellen. Und so sehe ich schon mal viel mehr Struktur, bekomme ich viel mehr Struktur hinein, erkenne so manches Detail, das ich dann eben auch wieder ausarbeiten möchte und eben dann auch ganz gut kann, weil ich eben die Umrisse schon habe. Also es ist wie Begrenzungslinie letztendlich für mich. Auch die ganz feinen Details mache ich gleich mit. Und hier seht ihr, wie sich jetzt das Bild schon zu entwickeln beginnt. Also es ist immer so ein Prozess, der da abläuft, wo ich oft gar nicht weiß, wohin die Reise geht. Aber gerade das ist ja das Interessante. Ich bin auch oft erstaunt, was dabei rauskommt. Und freue mich einfach nur an dem, was dann entsteht. So, die Farben sind einfach gigantisch, ihr seht es. Hier habe ich etwas von dem Türkis draufgelegt, von den Pinselwasserfarben, Pinselstifte. Ich verlinke euch alles unten. Ich finde die Stifte richtig, richtig gut und auch den Wassertankpinsel. Ich habe vorher noch nicht oft mit einem Wassertankpinsel gearbeitet, aber da kann man relativ gut die Menge an Wasser eben auch kontrollieren. Und da glaube ich, ist es für Anfänger wohl gar nicht so schlecht. Der Pinsel, der Wassertankpinsel, der war bei den Stiften mit dabei, bei den Pinselstiften und auch ein bisschen Aquarellpapier. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Das muss ich erst mal ausprobieren. Hier lege ich jetzt noch mal ein dunkleres Blau darauf und jetzt seht ihr, wie das Blau in ein Grün sich verwandelt, je nachdem, was ich für Farbe drunter habe. Ja,
So betone ich nur so noch manche Stellen. Die Braschos lösen sich auch noch etwas an und geben dem Ganzen noch mal so ein bisschen, ja, einen anderen Tonwert. Ja, und dann geht's mit dem Gold weiter. Ich betone so manche Stellen wieder mit dem Gold und spare anderes wieder aus. Und das ergibt sich fast von alleine. Geht auch mal einen Schritt zurück, seht euch das Bild auch mal von der Ferne an oder, wie ich es ganz gerne mache, ich fotografiere es und sehe mir das dann an. Da kann ich noch am besten erkennen, was fehlt. Hört sich vielleicht komisch an, aber das ist wirklich, dass es richtig gut funktioniert, zumindest bei mir. Probiert es mal aus und schreibt es mir in die Kommentare, ob euch das auch so geht. Ich habe das schon mal gesagt in einem Video und da war auch ein Kommentar mit dabei. Derjenigen ist es auch so gegangen. Ja, das ist vielleicht auch ein guter Tipp, das Bild noch anders mit anderen Augen zu sehen und dann eben noch mal anders zu beurteilen oder noch andere Details zu erkennen, die man so vielleicht nicht erkennt. Hier habe ich mich dazu jetzt entschlossen, noch mal so manches zu betonen. Nicht alles, aber viele Stellen, die ich eher wie so Schatten angelegt habe. Aber das ist wirklich ohne groß darauf zu achten, woher Licht oder sonstiges kommt, sondern einfach nur nach meinem Gefühl bin ich da gegangen. Da habe ich gar nicht so sehr drauf geachtet, sondern einfach nur auf mein Bauchgefühl. Und wenn ich gedacht habe, da brauche ich was, dann habe ich das einfach gemalt. So solltet ihr auch vorgehen. Euch soll das Bild gefallen, nicht jemand anderen. Vorrangig erstmal. Meistens ist es ja so, wenn es fertig ist und es gefällt, dann gefällt es auch anderen Leuten. Aber euch muss es gefallen. Dann ist es gut. Dann ist es genau richtig. Ihr müsst Freude dran haben. Tja, hier habe ich mir eine Passepartout geschnitten und ihr seht, wie toll das schon wirkt, wenn nur die weiße Passepartout rundherum ist. Aber ihr kennt mich ja. Ich brauche natürlich immer noch so etwas drumrum und das mache ich jetzt nur mit dem Gold und mit den wasserfesten Feinliner, den schwarzen, da ziehe ich dann nur noch ein paar Striche, betone das nur noch etwas und dann ist das Bild auch gleich fertig. Noch ein paar Punkte, hier noch etwas Gold und hier seht ihr das, wie ich das dann so betone. Nicht ganz rundherum mit dem schwarzen Stift, sondern wirklich nur eine Seite. Das reicht vollkommen, mehr muss es nicht sein. Ja, und gleich ist das Bild fertig und schon kommen die Detailansichten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!